Here we go, Eligella. Ooh, why always me? Ooh, Eligella. Like I'm Balotelli. Eligella, you're the best, man. Love you. Why always me? Ooh. Congratulations, Elias. I'm big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal, meine lieben Freunde. Heute ist ein cooler Vlog. Und zwar übernehme ich heute wieder den Tagesvlog. Wir wechseln uns immer ab. Die Anreise erzähle ich jetzt nicht wirklich mit. Also der erste Tag richtig waren wir bei einem NBA-Spiel. Gestern waren wir bei einem NFL-Spiel. Wir haben wirklich hier richtig viel Spaß. Es ist wirklich ein sehr, sehr geiler Urlaub. Es tut uns sehr weh, dass Willi leider nicht da sein kann. Momentan, aber vielleicht kommt er noch nach. Liebe geht raus, Willi, wenn du das siehst. Bist der Beste. Heute ist auch ein cooler Vlog. Und zwar gehen wir heute auf ein College. Wir haben da einen Kontakt, Sydney. Kennt da jemanden, die uns aufs College bringt. Und dann dürfen wir da so ein bisschen rumlaufen und sowas und sehen mal, wie das da so abläuft. Heute ist Dienstag. Das heißt, es ist auch gerade dann irgendwie Unterricht oder Schule oder was weiß ich. Frag mich nicht. Lass gerne ein Like da. Wir probieren mal wieder die 40.000 Likes. Das ist immer eine super Zahl. 40.000 Likes. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Checkt auch gerne Insta ab. Da wird es noch ein dickes Gewinnspiel wahrscheinlich in den nächsten Tagen geben. Also gerne auf Instagram gehen. Checkt das Ganze ab. Wer da noch nicht folgt, wir stehen kurz dort vor den 1,4 Millionen. Es ist übrigens 8 Uhr morgens. Ich habe mich einfach immer noch nicht dran gewöhnt. Also irgendwas ist mit meinem Schlafrhythmus. Ich bin immer richtig müde, so um 20, 21 Uhr. Aber wir gehen halt dann meistens später schlafen, aber ich schlafe hier von alleine irgendwie nur so 5, 6 Stunden. Also stehe ohne Wecker wieder auf. Ich werde die Arschgesichter jetzt wecken. Ich lasse nicht zu, dass das passiert. Wir müssen nämlich früher mal raus. Ah, guck mal da, Digga. Bossi. Jetzt ran, Alter. Wir gehen jetzt aufs College, steh auf. Und dann, das ist ein... Pack deinen Arsch ein. Und da ist ein Dings da. Was ist da? Mein Alter. Willst du dir da eine klären, oder was? Nein, aber wenn vielleicht, also, muss eine Connection aufbauen. Ja, der braucht eine Connection auf. 41.000 Bitcoin. Bitcoin kostet 41.000, jetzt mal einen Screenshot einblenden. Und der Mann hat es mir genau vor einem Jahr, ist es hier passiert. Da hast du mich überzeugt, Bitcoins zu holen. Und guck, wo ich jetzt stehe. Guck, wo wir jetzt stehen. Kommt in die Watergruppe, mein lieben Freunde. Das ist krass. Ford hat mich letztes Jahr voll gelabert, da war der bei 16.000. Dass ich das dann holen musste, so, jetzt gehen wir mal zu Eddos. Da, Jelly. Ach du Scheiße. Wir gehen heute aufs College. Ja, ich zahle das. Also wirklich, ich kann es nicht schaffen. Das geht, Fritte. Wir lassen in einer halben Stunde, 45 Minuten raus. Ja. Alter, ich komme hier rein und Rohrt hat sein Bett gemacht. Ich dachte, nee, du wärst der Vercrackteste von uns. Na, guck doch mal da rein, sogar alles aufgeräumt, Kleiderschrank, alles. Hä, wie krank. Was hast du für ein geiles... Du hast dein Ankleideding direkt bei deiner Dusche? Das ist ja OP. Hast du dir schon eingewichst? Nee. Hast du die Ansage von Edis mitbekommen? Nee, was hat er gesagt? Er hat den vorhin angerufen. Er hat Eldos angerufen? Er hat eine Liste gemacht. Eldos Platz 1, Musti Platz 2, Sydney Platz 3 und ich auf Platz 4. Bei was denn? Bei wen er packt? Ja. Ich bin nicht drin gewesen? Du bist nicht drin gewesen. Edis, weil ich Respekt habe. Weißt du, Edis, ich habe Rücken. So, das ist das Zimmer von Eldos. Ich habe meinen Koffer ausgepackt. Das ist Koffer auspacken. So, und Fritte, da will ich gar nicht erst anfangen. Der Typ kommt immer an und schmeißt alle seine Sachen einfach irgendwo hin. Ja. Das ist Sydney. Ich will hier nichts anfassen, ne? Kann sein, dass der hier schon irgendwo abgefeuert hat. Mit dem Typen weiß man nie. Digga, wie bist du da hochgekommen? Zahlt euch nicht. Ist da eine Tür? Ne. Dann ist er wirklich darüber. Ja, ja. Hä? Digga, du hast einen richtigen Stand. Ward hat einen medizinischen Ausweis. Yes. So geht der heute raus. Ey, schreibt mal fit in die Kommentare, 1 bis 10. Geisteskrank, safe 10 von 10. 17 von 10, oder? Ja, Musti? Geisteskrank. Mm. Das ist Mustis Unterhose gerade. Hä, das ist Style. Wir sind jetzt endlich unterwegs. 10.50 Uhr. Geplant war, dass wir um 9.30 Uhr ungefähr rausgehen, aber es zieht sich aber. Ich habe euch alle geweckt. Ja. Also ich war mal wieder sehr früh. Wir müssen früher raus, weil die Sonne geht hier so früh unter. Ich denke mal, alle waren wach. Und dann wird's arschkalt. Und dann haben alle einfach im Zimmer gechillt. So, wir gehen jetzt kurz was frühstücken. Dann gehen wir zum College, machen dort eine Campus-Tour. Abends bist du jetzt ein bisschen verwirrt, falls ihr Aktivitäten habt für den Abend, was wir machen können, wenn es dunkel ist. Weil es meistens cooler, wenn es hell ist. Und die wird schon um 16 Uhr dunkel. Ja, schreibt in die Kommentare generell rein. Einer hat geschrieben, bei meinem ersten Vlog NFL spielt. Dann bin ich dir auf den Sack gegangen, dass wir NFL gehen sollen. NBA war eh geplant. College haben welche geschrieben. Da ist geplant, wir wollen Fußball spielen gegen andere. Auf dem, weiß ich nicht, aber ich bin im Tor oder so. Aber wir sind offen für alles. Wir testen
besten die Sachen, die ihr sehen Gibt wollt. Uns Input. Wir haben ein paar Sachen auch so. Schießstand demnächst geplant. Schießstand, das wollten wir, haben auch viele geschrieben, dass wir zum Schießstand gehen sollen. Aber wir testen das, was ihr sehen wollt in Amerika. Das ist so ein verwirrter Weg, ne? Wir sind hier in Los Angeles. Es ist die größte Mario Kart Strecke, die es gibt. Es geht hier so zack, 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 zack. Guck mal hier. Das ist die Regenbogenstrecke. Das ist wirklich die Regenbogenstrecke. Wenn du hier aber einmal runterfliegst, ne, dann ist das Ding auch over. So muss man immer den Berg runterfahren. Jetzt hier in dem Laden. Wie heißt er? The White Café. White Café soll sehr lecker irgendwie sein. Irgendwie so, sagen es euch gleich nochmal genau. Sieht aber hier schon verwirrt. Ja, Atmosphäre ist schön. Erinnert mich ein bisschen an den Süden, Leute, um ehrlich zu sein. Great White heißt das Café. Do you have homemade drinks? Yes. Yeah, so wow, Eli, Englischprofessor. Also jetzt mal Real Talk, ich bestelle hier wie ein Meister, aber irgendwie wird es nie aufgenommen. Also meine Bestellkünste hier momentan sind der Wahnsinn. Sag was zu meinem Bestellkünsten. Ist gut, der macht's gut, du machst einen guten Job. Auch immer im Austausch mit dem Kellner. Ja, was kannst du empfehlen? Genau, und der versteht mich, ich verstehe ihn. Ich fülle mal die nächste Bestellung. Ja, ey Leute, das wird so geil, Leute. Er füllt die nächste Bestellung. Wie ich das mache, wie bestelle ich Essen? Richtig gut, so wie jeder hier. Ich bin hier immer, ich bin derjenige, der das bestellt. Eine mexikanische Cola, das hat ja irgendwie weniger, nee, anderen Zucker. Schmeckt irgendwie im Nachgang irgendwie ein bisschen anders, finde ich. Ja, ne? Aber es ist kein Weltunterschied. Ich finde, es schmeckt man einen großen Unterschied, ob wenn Cola im Glas ist oder nicht im Glas. Jeder Laden, die bei Shake Shack besser. Strawberry mit Vanille. Haselnuss. Haselnuss? Ja. Wenn man also so ein grünes Ding. Ich mag sowas. Also, schmeckt es? So Zitrone, Ingwer, Spinat, Sellerie, Apfel, gepresst. Ich mag so eine Säfte. Schmeckt gut. Eldos, du hast deine Haare zu sehr im Gesicht. Das ist das größte Problem an der ganzen Sache. Das ist kein Fade, das ist Arsch. Sehen Sie, sein Kopf wird dann oben so breit wie ein Bruder, Digga. Aber jetzt im Video sieht es gerade ganz gut aus. Ja, oder? Normal, es sieht auch gut aus. Überbelichtet halt voll wegen. Das ist alles nur Hater. Das hat hier einfach $254 gekostet, Alter. Auf Melinas Nacken, stark. So, wir sind fertig mit Essen. Rohat macht so eine Foodtour, glaube ich. Einer von uns macht immer an dem Tag eine Foodtour, weil mit das meistgefragte ist hier wirklich das Essen. Also ich mich auch immer interessiert, wie das Essen in Amerika ist. Wir sind vier am Rumtesten. Wir sind vier, also... Läden rein. Ja, also einer von uns hat immer Essen, der andere hat einen Tagesvlog und der andere übernimmt immer so den Hauptcontent und halt dann noch so ein paar Challenges, sag ich mal. Wir holen uns jetzt eine SIM-Karte, wir versuchen es, damit wir von hier aus auch streamen können. Also wir versuchen es jetzt, weil war ja geplant, dass wir ein paar Mal versuchen zu streamen. Es gibt übrigens wahrscheinlich einen Melle-Tag. Da entscheidet Melina alles, was wir machen. Ja, wahrscheinlich. Wir können krachen. Was hast du da so vorgestellt? Was gehen wir da hin? Also vielleicht Sightseeing, auf jeden Fall Radfahren oder Rollschuhfahren. Oder so. Cool. Crumble-Cookies probieren. Ja. Und ich schmink mich alle. Wenn du so einen Tag entscheiden dürftest, was würdest du so machen? Boah, kann sein schlechtester Tag. Ich würde auf jeden Fall ein NBA-Spiel raussuchen. Ja, dann in der Früh Pool zusammen. Bisschen chillen mit dem Briss, bisschen was trinken, chillen. Dann gehen wir was essen, frühstücken. Wieder ein bisschen B-Pause, chillen, weil das ein bisschen in den Magen kommt. Digga, wie oft chillt ihr denn bitte im Bett einfach so? Was ist? Chillst du auch auf dem B? Ja. Ja? B, immer B, Snoom. Ich weiß, was wir machen müssen, wir müssen Bowling gehen. Für Giftsubstand, ja. Ich wusste, die haben mir gerade ihren Tag gesagt, das ist einfach nur Scheiße. Und bei Roats Tag, da bin ich gar nicht mehr, du bist jetzt. Schießstand, ja. Jibby, 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 Jibby. Mein Partner. Das ist mein Partner hier. Das ist mein Partner. Ja, hast du gestern gejumpt? Ja, ich werde auch noch gejumpt. Edis der Breite. Nein, falsch. Edis meinte, er wird dich packen. Falsch. Edis der Breite. Das ist Edis der Schmale. Der Schmale? Ja. Oder das ist Edis der Breite. Das ist mein Bruder, Edis der Schmale. Das ist krank, ja. Edis der Breite. Hast du jetzt Angst, oder was? Edis der Breite. Edis der Breite. Edis der sehr Breite. Der Breiteste. Was hast du gerade gesagt? Sag nochmal. Elias Dom 97? Nein. Zu dem Mann? Ich bin der Chef. So ja, ja, ja. Mein Chef. Ja, Chef. Ein Wort, aber ich bin euer Speinlöscher. Chef. 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 Ja. Chef. Gib euch Geld. Das war ein Reinfall. Wir haben immer noch keine Karte. Wir suchen nach einer Karte für Streaming. Wir fahren jetzt aber zum College. Du machst ein Video, ne, über College? UCLA, sogar eines der coolsten. UCLA, cooles College, gehen da hin. Wir sagen, hey, what's up, bro? Metro.
Wir haben einen Artgenossen von Araujo da Fuente in so Silber. Sieht auch sehr geil aus. Die ganze Gegend hier ist ein absoluter Brett, ein absolutes Brett. Wir fahren gerade zum College, wie gesagt. Ich glaube, hier wohnen diese ganzen Reichen. Es macht auch richtig Bock, hier einfach lang zu fahren. Guck mal hier, so eine Palme, sind 26 Grad gefühlt in der Sonne. Das ist schon ein geiler Vibe hier. So, wir sind jetzt da. College? Man parkt hier und dann gehst du hier hin. Ich schwimme nur ein bisschen, ein paar Sneak Peeks. Den ganzen Vlog seht ihr hier bei Fritte. Digga, hier werden einfach so die Schüler, so die irgendwelche Spieler, so vom Wasserball oder was weiß ich wo, hier dann so, zack, hier, stell dir vor, so ein bisschen in der Fußball-AG und dann bist du da. Aber hier ist, glaube ich, alles viel cooler. Digga, hier gibt es einfach einen Fußballplatz. Das ist Fußball. Hier, aber lustiger Funfact, hier ist alles Kunstrasen. Uns wird jetzt ein kleiner Rundgang gewertet. What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? No way! Es geht. Yes, wir machen gerade einen Vlog. Seid ihr hier auf der... Nein. Deutsch? Ja, es ist Schweizer und Deutscher. Ach so. Und wir studieren in Sacramento. Okay. Für Party, hä? Ja. Für Party? Fußball. Fußball? Könnt ihr Fußball spielen? Ja. Seid ihr gut im Fußball? Oh. Nein? Ja, ah, gute Besserung. Guckt ihr, seid ihr Abonnenten von uns? Ja. Ich kenne dich schon übelst. Seit wann? Ja? Also ich kenne deine ersten Twitch-Streams, so weißt du, wo die Schneckenrennen. Ja. Du bist schon voll lang dabei. Bei dir, die Roboter waren jetzt mitten in der Nacht. Bei dir aus Wien-Wiesbaden, wo du aus der Wohnung gestreamt hast. Ja. Tom, ich bin übelst lange. Ja, stark. Und wie ist es hier? Wie absolut geil. Ja? Ich meine, schau es an. Ja, das ist schon richtig geil. Das ist richtig geil. Aber sind die Partys hier so, wie man sagt? Partys sehr interessant. Also hier wissen wir jetzt selber nicht, aber es ist was anderes. Weißt du, Amerika ist halt komplett anders. Die sind entspannter alle, ne? Nee, die sind halt komplett verrückt. Ja? Wenn die trinken... Ja? Fuck, trinken so viel, hauen sich richtig die Keule weg, das ist geil. Richtig Bekannte auf dem Kopf. Ja, so der Coolste. Ja, genau. Gibt's sowas? Wie heißt der hier? Die ganzen Footballspieler und so. Die sind cool? Ja. Werden die so hier anerkannt? Siehst du hier halt gefühlt nicht so. Nee, warum? Die haben ihr eigenes Gym und alles. Ah, wirklich? Die kriegen aber auch alle Noten in den Arsch gesteckt. Ja? Die kriegen alles. Damit die halt, safe, die müssen halt, damit die im Sportteam bleiben, kriegen die gute Noten, damit die durchkommen. Und die sind aber hier so, was ist hier, Basketball, Baseball? Basketball und Football am größten. Ja? Ja. Ja. Habt ihr hier so einen Mathe-Club? Habt ihr so einen Mathe-Club? Bestimmt. Habt ihr so Leute, die für andere die Hausaufgaben machen von den Footballspielern? So Blue Mountain State-mäßig? Ja, 100 Pro. Also so genau. Wir machen die selber nicht so. Ja, also diese, bestimmt, es gibt schon alles. Diese für den Auslandsjahr nur hier. Ihr schreibt gleich eine Note. Aber Noten, also ich habe die gefragt, also man kann auch nicht gut, also selbst wenn du hier gut bist in der Schule. Ja, ich weiß nicht, ob das nicht. Was ist, wenn du durchfallst? Was ist, wenn du durchfallst? Schwieriger als aber man muss nicht so viel lernen. Nee. Okay. Also, geht schon. Ja, krass. Sie haben mir, was haben wir gerade erzählt, dass es auch Aftershow-Partys mäßig gibt? Ja, und, genau. Und das sind aber auch Studenten? Ja, teilweise. Und die laden aber hier die College-Girls ein? Ja, irgendwie alles. Ja, Model, alles, was sie finden, laden sie ein halt. College-Girls, irgendwelche aus dem Club dann halt, sprechen sie an. Kommt mal mit hier zu, in die Menschen oder sonst was und dann ist da halt dann bis um 5 oder 6, weil der Club immer um 2 vorbei ist. So. Und schon echt immer krasse Feiern so, aber auch die ganz, ganz krassen Feiern, da braucht man halt echt gute Connection zu höheren Leuten und so. Und dann kommt und man wer sind die richtig, höheren Leute? Die Basketballspieler? Ja, zum Beispiel die One-Athletes, das sind diese Top-Athleten zum Beispiel, die in großen Häusern leben oder so. Die laden dann natürlich die ganzen Frauen ein, da ist es sehr schwer hinzukommen, aber so auf die geilen Frat-Partys hier ist auch sehr gut, da kommt auf jeden Fall eigentlich jeder rein. Das ist ja völlig krank. Ja. Also hier hat auch Status, absolut. Ja, weißt du, ja, die sind total beliebt. Also wenn man so ein D1-Athlet ist, dann ist man hier so Top-Tier. Ja? Da kriegt man jede. Also. Echt, ja? Wirklich, der Name. Was hat denn seine Freundin gefunden? Der hat irgendwelche Partys wo sowas weggemacht. Ja, Digga, das ist 450 Gramm Ott, das ist meine Handy. Schick mir den Kontakt. Jungs, hört mir jetzt zu. Man kriegt kein Ott der Welt. Bruder, 450 Gramm für 10, 30 Euro. Nein, Arsch. Digga, dein Arsch. Du kannst dir den offiziellen Source geben. Bruder, 450 Gramm, das ist ein halbes Kilo. Weißt du, was, wie viel Ott das ist? Ja. 30 Euro. Bruder, wenn das stimmt, ist mein Mutter gehandelt. Wieder. Ein halbes Pound, $100. Er hat recht. Die haben nicht recht. Die haben ein halbes Pound. Die haben mir gerade gesagt, 450 Gramm sind 30 Euro. Ja, aber das ist gut. Ist doch. Ja, es kommt darauf an, wie gut das ist. Bruder, und wenn du Kontakt... Digga, das ist TÜV geprüft.
Das Ort ist tief geprüft. Bruder, jetzt habe ich alles gesehen. Digga, er sagt, er smoked Sydney in der Fußball-Challenge. I told my community, you said Sydney is trash, etc. Hier ist nicht schön. Nicht schön in Fußball. Nicht schön. Liebe Leute. Ich sag, der macht auch viel weg auf so Homepartys und so. Ja, ja, aber sein Arsch für mich ging's nicht. You are a fucker? Was? If you fuck a lot. No, no. No! Of course not. No. Not a single one. Mein Arsch macht so viele weg, Digga. I don't know what he's speaking about. He said you get a lot of chicks. Yeah. No. I don't know. Abed und Sydney. Dutch girls are much better. Oh. Bucks. How many bucks? No, not bucks. Don't buy us. For my crowd. Phone and check this. What? For the ear. For the ear. Honor to say. Proud honor to say. Yeah, okay, we're gonna see. Ich sag, ich bin besser als du, aber viel schlechter als Sydney. Ja, das ist eine große Spanne. Nein. Das ist eine extrem große Spanne dazwischen. Was wärst du in Deutschland, glaubst du, in welcher Liga? Also ich hab Junioren-Bundesliga gespielt. Wo? Bei Unterhaching. Okay, ja, dann bist du ja safe. Ja, safe. Ja, aber und dann bin ich U17, U19, da habe ich dann in Bayernliga gespielt. Oh. Aber jetzt viel Verletzungspech. Okay. Da und du bist hier wegen Fußball auch? Ja, ich bin hier wegen Fußball. Kann nicht wahr sein. Bruder, TÜV geprüftes Gras. 450 Gramm, 30 Euro. Digga. Das heißt 150 Gramm Zehner. Das ist auch noch TÜV geprüft, Digga. Guck mal hier. Hier ist so die Pokalen. Also hier gibt mir einer ab, ne? Deswegen muss ich das hier filmen. Ich habe einen Fetisch für Pokale und hier sind alle Pokale, die Schulzeit jemals geholt hat. Digga, hier sind einfach Uhren. Und hier so ein Ding. Boah. Russell Westbrook was of their school? Ich schau mal, nee, kannst du eigentlich nicht. Ah, da. Russell Westbrook. Steinmetzger. Wer ist Steinmetzger? Steinmetzger. Und dann immer das Jahr. Und die haben die dann ihre Vorbereitung geschafft. Das ist wirklich geil. Oh mein Gott, Liebe! Yeah. Ich weiß schon, was ich mache. Ey, das wird echt. T-Shirt raus, Piste runter. Was? Er startet als ein Keck. Was? Wird er dann ein Schneemann sein? Was? Was? Suplex! Suplex! Also tut mir leid, wenn ich mich hier jetzt öfter wiederhole, ne? Aber guck dir das an. Du läufst überall hin. Vielleicht ist es auch mehr Schein als sein. Aber falls ihr irgendwie mal die Erfahrung machen solltet, so ein Auslandsjahr oder sowas zu machen, gibt ja hier ein paar oder die das machen wollen. Also das, was uns hier gezeigt wird, ist wirklich richtig cool. So, du kannst so mit einem reden. Hey, what's up? Hier. Yeah. Siehst du? Und die sind alle so entspannt. Alter, jetzt mal ganz ehrlich, dann läuft man hier weiter und dann kommt hier sowas wie so ein kleiner, was ist, nicht so ein parkmäßig, als ob wir so in einem Park spazieren. Und das ist ein echt schöner Park. Aber man muss dazu sagen, ne, dass hier auch alles wahrscheinlich sehr schwer ist. Unistress oder irgendwie generell. Voraussetzungen hat, um an so ein College zu kommen. Alleine so geldtechnisch. Hat nicht jeder. Ja. Dann brauchst du gute Noten. Also aber guck mal, also man hat wirklich den Eindruck, ich laufe hier durch einen Park. Einen schönen, sauberen Park. Und dann siehst du hier so ein Fußballding. Dann siehst du hier, weiß nicht, was hier abgeht. Das ist auch riesig. Ich bin in einem Park. Aber die lernen hier. Bitte sag mal kurz was. Das kann doch nicht real sein. Da gibt es einen Haken. Da muss ein Haken drin sein. Warum ist alles hier so sauber? Das wurde alles so perfekt gemacht, die ganzen Busche und so. Da ist jemand hier, das sieht alles wie in einem Park. Ist auch so alles so modern. Guck mal jetzt, du gehst hier um die Ecke. Oh, gehst jetzt zur Physik oder so. Guck dir diesen Park an. Guck ihn dir an. Ey, Digga, Hammer, das ist nicht normal. Die machen dich über den ganzen Urlaub. Oh mein Gott. Über den ganzen Urlaub machen die ganzen... Ja. Bruder, seitdem wir hier sind, kommt jedes Mal von irgendeiner Ecke, jede 5 Minuten kommt. Voila, was soll ich machen, Bruder? Das will doch nicht gehen, Bruder! Nein, Bruder, das bist du nicht, Digga. Nein, so rede ich nicht, Nein, Bruder. Sag mal, wenn Hamed so, ich weiß, er redet wirklich so in die Kommentare, ihr müsst was dazu sagen, er redet wirklich so. Digga, es geht hier nur hoch und runter. So. Warte, ich zeige mich.
Digga, das muss immer einmal in dem Vlog so wie er läuft. Und jetzt sind wir nicht mehr. Hier geht man sozusagen rein. Und jetzt ist man wieder in Los Angeles, also in der Stadt. Hier geht es dann wieder mit der Stadt los. Amerika hat echt richtig, also Los Angeles hat richtig schöne Ecken. Aber ich sage euch ehrlich, die haben auch sehr viele nicht so schöne Ecken, wo es nicht so aussieht. Also es gibt, glaube ich, hier ist es sehr krass mit dem Reich-Arm-Verhältnis. Und deswegen sieht man das auch so teilweise in der Stadt, dass die eine Ecke, du denkst, du bist im Paradies, und die andere Ecke, boah, ist dann auf jeden Fall nicht so schön. Aber das hier gehört wahrscheinlich zu den sehr schönen Ecken. Es geht los. Wir sind bei In-N-Out. Der ewige Kampf. Und er ist der Botschafter. Sehr clean gehalten, sehr klassisch gehalten. Wie viele holst du dir jetzt? Ein. Dr. Pepper ist hier so geil. Ich schwör's dir. Pink Lemonade gibt's hier auch. Aber Dr. Pepper ist es hier. Also ich gebe es zu, der Laden hat einen sehr geilen Vibe. Ich kann euch mal das Logo so von außen auch zeigen. Müsst euch alles so in 23 Grad vorstellen. Geht's hier so rum. Und dann kommt hier so ein In-N-Out. Bam! In-N-Out, da oben auch nochmal In-N-Out. Und dann gehst du hier halt so rein. Das hat schon einen geilen Flair. Guck mal, wie fettig die sind. Bam! Bam! Ja, ich sag, ist sogar gut, ist positiv. Meine Pommes sind nicht so, ne? Nee? Also ich esse den jetzt und dann gibt es eine Bewertung. So hat macht ein Video über den Shake mit In-N-Out. Mmm, yummy. Und? Ja, sehr lecker. Ich melde mich nachher nochmal. Also wir sind uns einig, dass geschmacklich auf jeden Fall Shake Shack der bessere Burger ist. Hier, man sieht, es ist ein relativ normaler, also sieht ein bisschen trocken sogar jetzt aus. Müsst ihr trotzdem unbedingt hier mal hin. Da hinten ist so ein Einkaufswagen. Das ist hier so ein Ding in Amerika. Du kannst dein Essen bestellen und dann liefert der... Und dann liefert der Wagen das zu dir nach Hause. Also sie ersetzen sozusagen Lieferdienst mit Menschen. Das ist sehr krass. Guck mal, der weiß ganz genau, wo er hin muss. Ich habe meine Liste, Leute. Medi Mezzomix, Laniel, Edis der Schmale, der nächste ist vielleicht Mert und Hamed. Mert auch? Warte, Mert? Mert Abi Mulaga ist vielleicht der nächste. Was? Stefan Boxer Shit? Ja, UN20. Liebe Fortnite-Leute, ich wollte fragen, soll ich mir diesen Eldosh-Skin holen oder nicht? Was meint ihr, Leute? Das sieht doch ganz cool aus. Ey, wie redet der mit dir? Edis, wie redest du? Rede nicht so mit mir. Der soll ein Entschuldigungsvideo machen. Mach Entschuldigungsvideo. Wenn du das siehst, ich möchte, dass du bist. Du hast 2 Tage Zeit bis Mittwoch. Verstanden? Hier, Edos hat deine Story gesehen. Ja, Edis. Ein Abonnent hat mir deine Story geschickt vor 6 Stunden mit Fortnite-Skin. Ein Köpek Fortnite-Skin war das. Ja, und jetzt? Was jetzt, du Hund? Ich möchte... Was? Wo redest du nicht mit mir? Du machst jetzt ein Entschuldigungsvideo. Du hast bis Mittwoch Zeit. Allah dimme. Okay, ich mache ein Entschuldigungsvideo. Okay, gut. gut. Dann haben wir das geklärt. Ich werde mich entschuldigen. Okay, gut. Dann haben wir das geklärt. Meine Story. Ich werde mich gleich entschuldigen. Okay, Ladies. Okay, Ladies. Was? Okay, alles klar. Eldosh. Okay, mein Bre. Ciao, Bre. Ich muss jetzt Fortnite spielen, du bist Du bist der Nächste auf meiner Liste. Eldos. Was? Ja. Zwing mich nicht dazu, Bosnisch zu lernen. Ich werde für dich Bosnisch lernen. Ich kann auch Türkisch. Ben Türken. Danke nur. Zwing mich nicht dazu, Bosnisch zu lernen. Okay, Shishko. Was? Nein, Shishko. Du kannst diesen Lockenkopf nennen, der neben dir ist. Okay. Aber warum mein Arsch? Weil dein Arsch, die Leitung ist gerade über dir. Bravo, Mann, bravo. Offiziell bei allen Hunden auf dieser Welt. Tut mir leid, dass ich euch mit Eldosh verglichen habe. Was? Edis! Warte, was ich machen werde. Warte. Wir laufen hier schon seit 10 Minuten durch die Gegend und diese Häuser haben gar kein Ende, diese ganzen Studentenhäuser. Zack, zack. 2 Stunden. Zack. Kann sein, die machen da nur Partys, nichts anderes. Ich glaube auch so, zack, da oben mit Playboy-Handtuch auf. Zurück vom Essen. Wir laufen jetzt hier so nochmal zu unserem Auto. Und hier seht ihr nochmal die Halle. Das ist einfach die Halle, wo die halt zocken, die Basketballmannschaft. 15.000 Leute passen da rein. Das ist
Wahnsinn. Einfach so hier auf dem Schulgebäude. Die haben sogar so einen Jumbotron da drin. Das muss so teuer sein. Die haben einfach wie so eine Halle. 15.000, so als wenn Mercedes-Benz Arena einfach auf einem Schulgebäude steht. Und auch noch richtig modern hier alles. Guck mal, wie das hier aussieht. Hier Sonnenuntergang und dann trainieren die hier noch. Dann haben die noch Training. Jetzt braucht man so amerikanische Musik. Ab jetzt rauf. We put out the feathers for this type of weather. She put it a club to bust up a dove. She came with a... Ich hab keine Ahnung. Ey, lass mal. Mach mal, Bruder. Die machen die ganze Zeit Hammel nach. Wir sind jetzt auf dem Weg wieder zurück. Da chillen wir ein bisschen. Da seht ihr mal, wie schnell es auch immer dunkel wird. Und dann wird es auch immer sehr kalt. Wir gehen jetzt nach Hause, chillen ein bisschen und gehen abends in das beste Restaurant oder eins der besten Restaurants der Stadt. Da waren, keine Ahnung, welche Promis da schon am Start waren. Wie heißt es? Nobu? Nobu. Aber wer war da alles so? Nicht in L.A., sondern in Malibu. Das ist in Malibu. Boah, ey, guck mal hier. Digga, das ist ein Haus. Wir wohnen da. Guckt euch diese Aussicht an. Guckt euch diese Aussicht bitte an. Guckt euch das an. Das ist krass. Das ist wirklich gerade heftiger Vibe. Digga, wie random. Wir haben Post bekommen und ich bin. Oder Switch aus Deutschland. Wir glauben, dass es Vitavet ist. Wir haben uns nämlich vor 2 Wochen Vitavet bestellen lassen, dass wir uns so eine Umfrage machen können. Amerikaner testen Vitavet. Digga, während wir auch hier am Start sind, kam der Trailer für GTA 6 raus. Das Ding hat nach 3 Stunden 22 Millionen Likes, Aufrufe und 4 Millionen Likes. Nach 3 Stunden ist das krass. Wir fahren jetzt ins Nobu. Ich war da letztes Jahr nicht. Wir haben einfach letztes Jahr keinen Platz bekommen. Und das ist jetzt das allererste Mal, dass ich da hingehe. Soll einer der besten Restaurantketten der Welt sogar sein. Bin ich sehr gespannt. Sehr High Society, und, so Stars-mäßig. Und im Malibu soll sogar eins der krassesten sein. Das exklusivste. So, wir sind da. Da kommt auch direkt eine G-Klasse, ein Urus, ein Range Rover. Da hinten ist noch ein Urus. Was ist denn das da? Hallo, guys. Welcome. Hola. Digga, das ist ein Restaurant. Das sieht einfach aus wie so ein 5-Sterne-Hotel. Bruder, ich habe Angst da drin zu atmen, ne? Das ist so reiche, Mann. Das ist wirklich reiche, Mann. Das ist das beste Restaurant vielleicht der Stadt, also sagen hier viele. Schaut mal bitte, wie wunderschön das hier aussieht. Voll beeindruckend. Boah, das sieht schon echt sehr geil hier alles aus. Mit Sonnenuntergang. Ja, mit Sonnenuntergang ist, glaube ich, hier sehr brutal. Man muss dazu sagen, wir mussten nicht warten, ne, eine Minute oder so, weil wir auch 6 Leute sind. Das könnte hier, und ich kündige es an, einer der wenigen 10 von 10 Läden sein. Ich habe das erst in meinem Leben 3 Mal, glaube ich, vergeben. Nusret Mykonos. Royal nicht, ja, das eine vielleicht. Caesar Paris. Das sind die einzigen 10 von 10, die ich bis jetzt vergeben habe in meinem Leben. Das hier ist jetzt mal hier die Karte, da seht ihr auch direkt die Preise. Ich fahr das hier rein. Nobu Hauptdishes. Hier sind Hauptspeisen. Hier sind so die kalten Speisen. Und hier ist noch Sushi. Hier habe ich einen ganz verrückten Drink bekommen. Hibiskus irgendwas. Oh doch, geil. So, wir haben so einen verrückten Blattspinatsalat. Der stand nicht im Menü. Der stand nicht auf der Karte. Aber weil ich ein Kenner bin, wusste ich, dass es den gibt. Und Jenny? Schau mal den hier mit bisschen mit Shrimps, ein Shrimp und 2 Dings bekommen oder so. Ja, gut. Mhm. Ja, und das hier ist anscheinend so ein Klassiker. Das ist Nobu Shit, Bro. Da musst du halt ein Fan von sein, ne? Also, und hier mit Lina hat sich irgend so einen Salat bestellt. Ich hab keine Ahnung. Also ich sag ehrlich, die sehen sehr krass aus. Die sehen sehr krass aus. Mhm. Was sagst du? Geisteskrank. Echt jetzt? Ja. Ich hab auch Hammer. Krieg ich so eine Soße, die ich dippen kann? Ich finde, so ist perfekt. Ein Schrimp mit 2 Blättern vom Salat. Baby, das ist so krass. Und? Ja. Ich krieg dich drauf. Stopp? Ja. So, jetzt sind's hier. Wagyu-Tacos. Sieht aber irgendwie nicht so geil aus, finde ich. Ich und Noah hatten so Hackfleisch eigentlich. Aber ich glaube, das könnte auch gut sein. Okay. Die Begeisterung hält sich in Grenzen. Geht so. Jetzt ist unser Sushi gekommen. Gibt es hier keine Dings da? So, achso, hier, ne? Sojasauce? Ah, ich bin gespannt beim Sushi. Die Tacos waren nicht so geil. Ich sage, das ist eines der besten Sushi, die ich je gegessen habe. Kurz und knackig. Für mich sowieso, weil ich habe nie gerade Sushi gegessen. Der Reis, der Fisch, das ist unglaublich einfach. Die haben sich Steak bestellt. Sieht auch sehr saftig aus. Übrigens gibt es hier nur, es gibt kein Messer und Gabel. Durch die Teste. Hier.
stark. Was war das vom Nobu-Restaurant-Aufenthalt? War sehr geil. Also muss ich wirklich sagen, falls ihr irgendwie mal hier seid. Aber kostet halt auch viel, ne? Muss man dazu sagen. Aber ich glaube, wir haben auch eine gute Mischung teilweise hier aus teuren Essen, nicht so teuren Essen. Aber das hier ist auf jeden Fall sehr teuer. Ich glaube, Rechnung war wieder 1000 Euro oder so, 950 Euro. Wirklich momentan der Urlaub sehr geil. Schade, dass Willi nicht am Start sein kann. Aber er ist hier mit uns seelisch am Start. Wir sind mit ihm in Austausch. Und schade, dass er nicht da ist. Aber machst du nichts. So, meine lieben Freunde, das war's auch vom Tag. Es ist fast Mitternacht. Wir sind alle steh-K.O., ne? Das mit dem Schlafrhythmus knallt immer noch rein. Obwohl es gar nicht mal so spät ist. Lasst ein Like da. 40.000 Likes hatten wir angepeilt. Abo da lassen, ganz wichtig auf Insta. In ein paar Tagen gehen wieder die Streams los. Wir versuchen, die Streamkarte zu bekommen. Es tut auch mal ganz gut, muss ich sagen. So mal so 4, 5, 6, 7 Tage mal nicht gestreamt zu haben. Langsam vermisse ich es aber und nach 2 Wochen wird es auch krachen. Aber ist ganz lustig, ich habe seit 5 Jahren oder so nicht 2 Wochen Urlaub gemacht. Also seitdem ich diese ganze Twitch-YouTube-Aktion mache, weil ich immer so, weiß nicht, in diesem... Minecraft danach, okay? Und danach Minecraft, stimmt. Wir gehen in einen Minecraft-Server. Wir wollen nach dem Urlaub, das war letztes Jahr auch so, sind wir ein bisschen in Minecraft reingegangen. Aber nicht so auf Ernst, sondern eher so spaßmäßig. Wollen wieder alle zusammentrommeln. Ja, vielleicht so einen Server mit 20, 30 Leuten machen. Und dann gehen wir wieder so ein bisschen auf Spaß in Minecraft rein. Also, das war's vom Video. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da, checkt die anderen aus. Und Kuss. Slide into your DMs, like...